Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in einer wunderschönen Suite, aber dazu später mehr. Wir sind heute hier im JW Marquee Hotel. In Dubai. In Dubai, das größte, das höchste 5-Sterne-Hotel der Welt. Glaubt man gar nicht, aber ist so. Ich zeige euch jetzt diesen Hotelrundgang so ein bisschen, was dieses Hotel alles so bietet und welche Zimmertypen hier zur Verfügung stehen. Ist es noch das höchste? Ja, ist noch. Also, das man muss 5 Sterne sagen. Ich denke, vielleicht gibt es ein höheres 4 Sterne, da weiß ich nicht so genau, aber es heißt größte 5 Sterne Hotel der Welt. Ach so, okay, alles klar. Ja, wir sind hier im 54. Stockwerk und das ist ziemlich hoch, aber es gibt 71 Stockwerke hier im Tower A. Es gibt 2 Tower hier in diesem Hotel. Wir sind im Tower A, 54. Stockwerk und das ist unsere Executive Suite, die wir bekommen haben als Upgrade hier. Ich habe ein normales Zimmer gebucht für gerade mal 80 Euro die Nacht, finde ich für ein 5-Sterne-Hotel hier in Dubai wirklich günstig. Haben wir einen guten Preis bekommen und dafür haben wir auch noch das Upgrade hier in die Executive Suite bekommen. Ein 2-Zimmer-Raum bzw. 2-Zimmer-Suite mit einem Schlafzimmer, das könnt ihr hier sehen. Und da gleichzeitig noch ein Büro bzw. einen Schreibtisch. Dann waren wir gerade schon hier im Wohnbereich. Und dann ist hier so eine Couch. Da ist noch ein Tisch zum Essen, zum Arbeiten, nutze ich zum Arbeiten. Der Eingangsbereich ist da, auch mit was zum Ablegen. Und dann gehen wir mal ins Bad hinein. Hier ist noch der Ankleidebereich und das Bad ist hier eine schöne Badewanne mit Blick nach draußen, wenn man das möchte. Da. Die Dusche. Ja, und da die Toilette mit BD. Ja, 2 Waschbecken. Also ziemlich groß. Wir waren jetzt hier ungefähr eine Woche, also 6 Nächte, haben es sehr, sehr genossen. Jetzt haben wir unseren vorletzten Abend hier, gehen noch ein bisschen durch das Hotel, zeige euch ein bisschen, was das Hotel so bietet und dann gehen wir auch noch in die Lounge, Executive Lounge. Ja, da gibt es nämlich schöne Afternoon Tea und abends dann Happy Hour. Das ist toll. Also man wird hier rundum versorgt als Statuskunde, muss man sagen. Wir haben das Hotel über unsere Hotelsuche gebucht. Aber das Tolle ist, auch wenn man darüber bucht, hat man seinen Status trotzdem, der hier greift. Die Fahrstühle sind auch so eine Sache für sich. Aber jetzt müssen wir anhalten. 6 Meter pro Sekunde fahren wir hier. Das ist richtig, richtig schnell. Es gibt ganze 15 Restaurants und Bars hier in diesem Hotel. 15 muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Menge Auswahl, die man hier hat. Darunter ein Thai-Restaurant, ein prämiertes Steak-Restaurant in der 68. Etage. Da gehen wir nachher mal gucken. Und auch die Lounge unten, also die Lounge-Bar mit einer extrem gut aussehenden Bar. Ganz stylisch gemacht, finde ich hier. Besonders das mit den vielen bunten, verschiedenen Flaschen da an der Wand. Ja, wie ich schon erwähnt habe, gibt es ja 15 Restaurants hier. Und das ist das Prime 68. Das ist ein sehr bekanntes Steak-Restaurant im 68. Stockwerk mit Blick über die Stadt. Schaut euch das mal an. Hier ein Private Dinner Room. Das sieht doch cool aus. Ja, aber eigentlich ist noch besser die Sicht nach dort. Und vom 68. Stockwerk gehen wir jetzt noch mal ein paar Stockwerke höher auf quasi das Rooftop, die Rooftop-Bar oder die Skyline-Bar. Mit der Bar, also der Höhe, kann man hier wirklich über die ganze Stadt schauen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Und das ist Vault. Vault ist das, die Bar, die Rooftop Bar kann man sie nennen oder halt auch die Skyline Bar mit Blick über Dubai. Und schaut euch das an. Wow. Burj Khalifa. Ja, das ist schon beeindruckend hier. Natürlich nicht draußen, im Weg kann man ja auch gar nicht draußen sitzen. Allerdings muss ich sagen, das ist eine atemberaubende Sicht über die Stadt und halt auch kann man hier einen tollen Abend verbringen. Ja, als nächstes schauen wir uns ein Standard-Room, also Standardzimmer an, also King-Size-Room ist das. Das bucht man als quasi Einstieg in das Hotel. Haben wir auch gebucht, haben wir entsprechend das Upgrade bekommen, eine höhere Kategorie. Die würdet ihr, also dieses Upgrade bekommt ihr generell auch, wenn ihr über unsere Webseite bucht. Dann bekommt ihr mal ein oder teilweise auch ein doppeltes Upgrade, eine höhere Kategorie. Ist immer dabei, sofern es natürlich nicht ausgebucht ist, das andere. Aber es ist ein ziemlich großes Bett hier in diesem Room, also in diesem Zimmer mit großem Fernseher. Wir haben eine tolle Aussicht natürlich. Ein Arbeitsbereich ist dabei. Und eine Minibar, die es aber gerade nicht gibt aufgrund Corona, ist das leer. Man muss alles dann telefonisch bestellen, dann wird es einem gebracht. Wasserkocher ist dabei, Tassen, Kaffee ist dabei, 2 Flaschen Wasser jeden Tag. Wenn man mehr möchte, kriegt man die natürlich auch. Hier ist die Ablage für den Koffer. Und dann schauen wir mal in das Badezimmer hinein. Ja, auch recht üppig, ziemlich groß. Hier ist die Toilette, da ist die Dusche mit ganz großer, ich sage immer Regenwalddusche. Ich mag das total, wenn das Wasser direkt von oben kommt, runter prasselt. Das ist toll. Und wie gesagt, das Waschbecken und große, große Spiegel. Gut, schauen wir uns jetzt nochmal ein anderes Zimmer an oder ein anderes Standardzimmer, nämlich das Twin Bed. Ja, und das ist dann quasi das Pendant dazu. Das ist auch ein Standardzimmer, aber mit 2 Betten. Und ja, mit tollem Blick habe ich noch gar nicht gesagt. Wenn ihr rausguckt, hier auf der Seite, könnt ihr da hinten das Burj Al Arab sehen. Das also das luxuriöseste Hotel weltweit, sagt man, ne? Aber zu ordentlichen Preisen. Vielleicht schaffen wir es auch mal, dort in dieses Hotel uns einzuquartieren. Kann man auch über unsere Hotelsuche finden und auch buchen. Aber Preise habe ich jetzt leider nicht parat. Ja, Badezimmer ist hier ähnlich wie im King-Size-Bett. Ja, genauso, ne? Könnt ihr sehen. Wow, und das ist die JW Suite oder auch Penthouse Suite. Also 2 Stockwerke. 2 Stockwerke und mit einem unglaublich guten Blick über Dubai. Zeige ich euch aber gleich, machen wir mal kurz mal einen Rundgang. Es ist ja allein schon ein Rundgang über 10 Minuten nötig, um dieses Zimmer hier zu zeigen. Diese Suite, das sind ja Zimmer in Mehrzahl. Unglaublich. Wir sind jetzt also im unteren Stockwerk der Suite, weil es gibt 2 Stockwerke. Hinter uns war das ganz große Wohnzimmer. Hier ist ein Essbereich, das Esszimmer. Dann haben wir hinter euch nochmal einen Wohnbereich mit eigener Bar. Wow. Und dann gehen wir schon mal hoch, denn oben gibt es wahrscheinlich nochmal ein Wohnzimmer. Ja, das ist das oberste Stockwerk. Dann schauen wir mal hier rein. Überall sind hier Türen zu finden. Hier ist das Arbeitszimmer mit großem Fernseher. Und dann kommen wir in den Schlafbereich. Es gibt 2 Schlafzimmer hier in der JW Suite. Kann ich hier abnehmen. Und zwar, das ist das King-Size-Schlafzimmer, also das Hauptschlafzimmer mit direkt in der Ecke mit 2 großen Fensterwänden. Alles elektrisch einstellbar und kann man elektrisch auch öffnen. Ganz interessant, finde ich. Guckt euch dann die Lounge-Sessel-Ecke an. Das sieht doch toll aus.
mit Jacuzzi und hinter mir die Dusche. Ja, das kann man sich ja mal gönnen, aber ich glaube, es ist schon relativ teuer hier zu übernachten. Ein Upgrade ist fast schon unmöglich. Ich denke mal, da gibt es noch andere Zimmer, die man als Upgrade ja bekommen könnte, also Suite 10. Wir haben ja auch eine Executive Suite bekommen, was ja schon toll ist, ne? Aber das ist nichts gegen dieses Penthouse hier, also unglaublich. Und dann schauen wir uns nochmal das kleine Schlafzimmer an. Genau, das ist also ein Zwei-Bett-Schlafzimmer. Ich würde fast sagen, für die Angestellten. So kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel so eine Prinzessin kommt mit Angestellten, die dürfen dann wahrscheinlich hier schlafen oder halt auch die Kinder, wer weiß. Hier ist das Badezimmer, Waschbecken und Spiegel. Zurück in unserem Zimmer. Eine Sache wollte ich euch noch sagen. Es sind unglaubliche 1608 Zimmer hier in diesem riesen Hotel. Zwei große Tower, A und B, und beide sind gleich hoch. Ich dachte erst, dass einer etwas höher ist als der andere, aber nein, sie sind beide gleich hoch und sind ähnlich aufgebaut. Das heißt, es gibt am Ende des Gebäudes immer eine Suite, wie wir sie haben. Und zwischendrin sind dann entweder normale Zimmer oder es gibt dann die Executive Rooms mit Loungezugang. Denn in die Lounge werden wir nämlich gleich gehen. Also man kann sich den Zugang zur Executive Lounge erkaufen, indem man entsprechend das Zimmer bucht, welches diesen Zugang erlaubt. Oder man hat den Platinum-Status, so wie wir. Dann kann man jederzeit kostenlos die Lounge besuchen zum Frühstück. Aber das machen wir nicht, weil dafür gibt es ja das Kitchen 6. Das ist das Frühstücksrestaurant, aber auch nachmittags und abends gibt es dort was zu essen. Da sind verschiedene Stations. Das werden wir aber morgen früh euch zeigen. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Executive Lounge, denn da gibt es Nachmittag auch ein Afternoon Tea. Ja, die Auswahl ist schwer, könnt ihr sehen. Also man hat den kleinen Wegweiser, ganz viele Restaurants. Da ist ein Restaurant und da ist das Vault, also die Sky Lounge. Aber wir wollen in die Executive Lounge. Ja, und wie gesagt, das ist der Afternoon Tea mit Kaffeegetränk, was man sich halt aussuchen mag und kann, und einer Platte verschiedener Canapés, kann man das so nennen, also verschiedene Sandwiches und Snacks sind das, ja. Und die obligatorische Dattel. Man kann aber auch das sich so zusammenstellen, wie man möchte. Also man muss das nicht alles nehmen. Genau, man kann auch nur die Sandwiches nehmen. Schön. Pizza today is nice. Wow. Ja, und das ist dann abends die Happy Hour mit einem Kleinigkeit zu essen, Snacks und Cocktails und Wein. Pizza gibt es heute. Wir nutzen die Zeit hier in der Executive Lounge, bevor die Happy Hour beginnt, ein bisschen zu arbeiten, E-Mails beantworten, Kommentare beantworten. Es ist immer eine Menge zu tun. Es ist perfekt, das in der Lounge, in der Executive Lounge zu machen. Ich hätte abnehmen können. Ja. Thank you so much. Was ist heute eine Suppe? Hey, can I have two pizzas? Thank you. Thank you very much.
So, das war's erstmal für heute. Wir essen hier noch ganz lecker. Es ist eine tolle Auswahl. Hier jeden Tag gibt es etwas anderes, Warmes, was frisch zubereitet wird oder halt die kleinen Canapés. Also ich bin überrascht, wie gut. Und wir nehmen es euch dann morgen in, also in der nächsten Sequenz dann mit zum Frühstück und dann gehen wir noch zum Sport. Und dann habt ihr eigentlich alles gesehen hier vom JW Marriott. Thank you. Thank you. Good morning, sir. Good morning. How are you today? Very good. So, am nächsten Morgen gehen wir jeden Morgen ins Kitchen 6. Das ist das Frühstücksrestaurant. Das ist so ein Themenrestaurant, würde ich sagen. Oder Frühstücksthemenrestaurant mit verschiedenen Food Stations. Ich habe hinter euch zum Beispiel, zeigt euch mal, ist die Eckstation, aber da gibt es auch das Continental Breakfast, also auch mit Würstchen, Schinken, alles was man braucht als Continental Breakfast. Good morning. Good morning. How are you today? Very good, thank you. Und daneben ist dann die asiatische Küche, da gibt es dann Nudelsuppe, das machen wir sehr gerne, oder auch Fried Rice, solche Dinge. Und daneben dran, da gehen wir gleich auch mal hin, da gibt es dann die indische Küche und es gibt auch noch das normale Frühstück, das Cereals mit Müsli und Croissants. Ja, und dann gibt es auch noch die frische Küche, da gibt es also Salat und Obst. Ja. Sind wir tatsächlich mal ganz alleine hier im Fitnessstudio und jetzt machen wir eine Runde Sport, bisschen auf den Stepper, da gibt es aktuell weniger zur Auswahl, als es halt vor Corona gab, da war hier alles voll, jetzt ist immer mit ein bisschen Mindestabstand hier gewahrt und ja, danach gehen wir noch ein bisschen ein Krafttraining, dann haben wir eigentlich alles gezeigt, aber Outro kommt dann später. Gepackt haben wir. Es dauert noch ein bisschen. Wir müssen auch immer genau aufpassen, dass wir nichts im Zimmer vergessen. Das ist einmal passiert, ja, und dann nie wieder. Aber wir sind ja nicht weit. Aber jetzt nochmal zum Resümee. Also mir hat es sehr gut gefallen. Sie versuchen es in der Pandemie so gut wie möglich. Mit Abständen, mit Masken, mit allem drum und dran und ständiger Desinfektion. Also sicher habe ich mich gefühlt. Und 5-Sterne-mäßig haben sie es größtenteils versucht einzuhalten, soweit es ging, ne? Ja, der 5-Sterne-Service heißt ja auch, dass man abends nochmal reinkommt, um das Bett aufzuschlagen, was Pantoffeln, sage ich jetzt mal, vor das Bett zu legen. Ist natürlich während der Pandemie, also während der Corona-Zeit nicht so einfach möglich gewesen. Hier hat man es versucht. Ich finde generell, so der Kompromiss ist hier sehr, sehr gut gelungen, auch mit dem Frühstück, Abstand halten und auch mit der Lounge. Und im Fitnessstudio mit den Abständen ist auch alles okay, nur sind halt weniger Geräte da, aber das ist halt auch so mit Leben. Dafür war es nicht so voll. Bei 1600 Zimmern hat sich das alles so ein bisschen verlaufen. Was war noch so gut? Also ich fand generell, dass es hier sich eigentlich so angefühlt hat wie früher. Also wir haben uns richtig, richtig wohl gefühlt. Das Personal war unglaublich freundlich, besonders in der Lounge. Von daher kann ich dieses Hotel tatsächlich auch empfehlen. Guckt am besten mal in unsere Hotelsuche. Dort werdet ihr das finden. Das nächste Hotel übrigens auch. Genau. Und dann wieder mit den Benefits, die bei uns drinstehen und die ihr jetzt hier auch gesehen habt und wir genießen konnten. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.